Oh, da ist ja Cersei. Abend. Abend vor allem. Morgen. Ich winte mal den auch wohin, so, den der Homeoffice heimlich Streamschauer ist also angekommen. Angekommen, ja. Ja, du bist extrem leise gerade, warum auch immer. Echt? Ja, jetzt geht's. Keine Ahnung, was das gerade war. Na, wo hab ich's? Ja, manchmal wirst du irgendwie sehr leise. Ich bin gerade im Norden ein voll. Gut. Also, okay. Hast du gemacht? Hm? Ach, das ist jetzt immer noch. Gut, wir müssen kurz warten, bis es abgerissen ist, der Wald, damit ich es dir erklären kann. Was hast du? Ist jetzt wieder und dann ist immer noch sehr leise. Ich weiß nicht, warum das so ist. Was? Also ich finde ihn normal. Finde ihn laut wie du. Hast du den Cersei vielleicht leiser geregelt? Nein, das ist bei 100%. Hast du mich vielleicht, hast du ihn vielleicht lauter geregelt? Ich ihn lauter geregelt? Das ja. Kann sein. Ach so. Nö, ist bei mir bei 100%. Hast du mich leiser geregelt? Hab ich dich leise geregelt? Nee, ich hab dich lauter geregelt. Was? Was ist hier los? Irgendwas läuft hier aber ganz gehörig schief. Hattest du vielleicht die Karl laut geschaltet und alles leise gemacht, oder? Das muss ja dir liegen, Brink. Nein, DK ist bei mir auch bei 100%, aber trotzdem, jetzt gerade hörst du dich zumindest einigermaßen verständlich an. Brick, du bist bei mir 135%. Weil ich dich sonst nie verstehe. Das liegt dann aber an dir. Akustisch und emotional. Ja, also emotional, da kann auch die Lautstärke nichts ändern, aber. Ach so! Oh, gut, dass du mir das sagst. Gut. Wenn der ganze Wald hier abgeholzt wird. Balancer will ich haben, Alter, danke. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich frage Firefox und da gibt es immer diese Nachrichten irgendwie von Pocket. Also viel empfohlen von Pocket. Pocket Edition, Minecraft Pocket Edition. Ja, ja, ganz genau. Und das ist gerade so. Und das, da lese ich gerade, Philosophen empfiehlt gut sein als Rezept in Krisenzeiten. Was ja, empfiehlt der? Die Philosophin empfiehlt gut sein als Rezept in Krisenzeiten. Gut so, sein? Ich komme mit Panik machen, aber was die Philosophin sagt. So gut im Sinne von sich nett verhalten, okay. Nicht im Sinne von gute Arbeit leisten. Nee, die meint, du musst gut in Dark Souls werden. Ja. Obviously. Musst einfach mal Skills haben. Get good boy. Okay, warum haben hier einige keinen Strom? Weil da das Blueprint du an der Stelle übersprungen hast. Das also, passiert manchmal. Sorry, Brick, das ist Spiel, was ich gesprochen habe, ist nicht Deceit, sondern Deceive. Ach so. Ja, was ist das Blueprint? Ich benutze das. Ach so, ich habe ja zwei Blueprints davon. Ich habe einen Blueprint, bei dem ist der Fehler behoben. Das hast du aber nicht. Das ist gut, dass du mir den Schrott gibst, der nicht funktioniert. Warte, ich gebe dir jetzt einen guten Blueprint nochmal. Warte, ich schmeiß das andere direkt raus. So, wo habe ich. Nicht die Blaupause, sondern. Die lösche ich. Nein, nicht als Code exportieren, danke. Kopieren nicht als von Code erstellen. Exportieren? Ja. Ele und Johnny wollen sogar das. Haben sogar auf der Wunschliste. Okay. Deceive Inc. Was? Deceive Inc. Das Game. Das ist ja ein völlig anderer Blueprint, den du mir da reingepackt hast.
Du ja, hast... genau. Ich habe gerade gesagt, ich habe das Problem behoben. Ach so. Nein, alles gut. Das Ding hier ist jetzt fertig. Warum mache ich hier eigentlich diesen Dreck? So. Also hier muss ja kein Bild mehr sein, das ist ja schon zu Ende. Ich zeig dir jetzt, was wir machen. Und zwar machen wir jetzt. Ja. Gucken wir jetzt, wie wir das hier machen können. Also, wenn du so eine Mine gebaut hast, dann willst du, dass alle auf derselben Höhe enden. Also auf einer Stelle einmal alle so enden, sag ich mal. Siehst du, was ich meine? Das machen wir jetzt bitte mal. Nein, das war zu früh. Da. Einer. Achso, du hast es schon. So, und jetzt erinnerst du dich noch an den Link, den ich dir mal mit den Balancern geschickt habe. Nein. Dann geh in unseren Chat und gib Balancer ein. Balancer. Dann gehst du jetzt drauf. Was? Vor der Suche müssen wir die direkt nach indexieren. Gib uns einen Moment. Ach so. Was? Also solange kann ich ja mal hier bei Cersei hier da ist, kann ich mal das Cyborg-Logo reinpacken, damit niemand auf falsche Ideen kommt, dass Cersei gar nicht da wäre. Was? Du müsstest meinen. Logo auch updaten, fällt mir auf. Ja, kann ich irgendwann machen. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ja, alles gut. Weil ich update die Logos generell selten hier. Man kennt dich mit dem Logo. Alles gut, auch egal. Ich meine, ich habe ja auch das Logo, oder ich habe das Logo, das ich auf Twitch habe, nicht das Logo, das ich auf YouTube habe. Das auf YouTube, da habe ich ja nochmal nach Kanälen dann immer unterschieden. Da halte ich ja immer irgendeinen Gegenstand in der Hand. Hat er denn nicht mal indexiert? Nee, der sucht immer noch. Er muss jetzt erstmal die letzten 5 Jahre irgendwie alle durchindexieren. Hey, warte mal kurz. Da stimmt gerade irgendwas nicht. Was? Warum? Geht das nicht? B-A-L. Hä? Irgendwas stimmt nicht. Ich schicke ihn dir nochmal. Wenn jetzt vorhin funktioniert. Also jetzt hat er es gefunden, dann ehren sich mal. Aber jetzt hast du mir eh schon mal geschickt. Weil der andere Kram nicht stimmt. Dann hast du das jetzt offen? Ja, Copy Blueprint. Ich mache jetzt wirklich Blueprints. Nein, du nicht einfach den ersten. Du siehst ja links, kannst du rumscrollen. Zwischen hunderten Blueprints, die du da rausziehen könntest. Ja, ich dachte, der eine wäre schon... Nein. Und zwar, jetzt folgen wir eine Logik. Wir wollen nämlich jetzt immer, also wie viele Bells haben wir hier, die hier rauskommen jetzt am Ende? Wir haben hier 1, 2, 5, 6, 7. Genau, und wir wollen jetzt in diesem Fall immer zu 4 balancen. Also suchen wir 7 zu 4 Balancer. Hier haben wir einen 4, nee, das 4, 7 ist andersrum. 7 zu 4 7. Balancer. Okay, den kopiere ich. Den kopierst du und dann gehst du auf Code importieren. Ich weiß, wie es dann weitergeht. Das habe ich ja eben schon gemacht. Ja. Gut. Jetzt wurde hier ein Balancer gebaut. Das heißt, das Ganze setzt sich mit Graph-Mathematik auseinander. Oh je. Ich habe im Echtsein keine Ahnung, wie Graph-Mathematik funktioniert. Mit was? Graph-Mathematik. Hä? Was für Graph-Mathematik?
Jetzt kommt Cersei, der Mathe-Profi, der sagt, was laberst du? Sowas gibt's gar nicht. Ach, Mathe. Kannst du das? Was ist denn? Was ist das oder was? Hä? Wenn DK Begriffe verwendet, die keiner kennt. Ja, Analysis klingt schon eher nach Mathe als Graphenmathe. Was? Dingens meint Graphentheorie. Das keine könnte Ahnung, sein. Auf jeden Fall kann man auf der Graphentheorie, das sieht eher so aus, das ist so zum Beispiel, was du auf U-Bahnen siehst. Was? Auf U-Bahn? Also dieses, manchmal, wenn du bei der, in der U-Bahn sitzt, oder falls du keine Ahnung, bei U-Bahn fährst, da oben ist dann so ein Plan einfach. Also ein Fahrplan einfach. Ja. Das ist die Graphentheorie. Ja, genau. Doch, genau, das ist richtig. Das ist. Das meint er wahrscheinlich. Dann ist es Graphentheorie. Gut. Da oben ist ein Fahrplan. Fahrpläne gibt es halt verschiedene. Wenn du super beherrschst, kannst du diese Balancer nicht bauen, daher. Hm. Ja, kopieren wir uns die einfach aus dem Internet. Ja, warum soll man sich die Mühe machen, wenn es die online gibt? Ja. So, jetzt fahren wir dieses Ding zur der Station, die ich da hinten gebaut habe. Warte kurz. Logistikanfrage erstellen, das Ding. Perfekt. Oh. Achso, hier. Oder ich. Hier der Wald. Wird abgeholzt und da kommt es dann hin. Siehst du eigentlich die Safe Screens auch? Ich sehe, dass da Spiel wird gespeichert immer mal kommt. Okay. Das ist hier nicht wie in Satisfactory, wo du mir da immer sagen musst, Autosave. Ja, das finde ich ja eigentlich ganz gut. Vor allem, wo dann Autosave alle 5 Minuten war, oder wie war das? Ja, also das kannst du hier auch einstellen. Wie oft. Mhm. Also das kannst du ja bei beiden Spielen einstellen, wie oft du das haben willst überhaupt. So, währenddessen, was gibt es zu besprechen? Cersei hat doch jetzt bestimmt die Themen vorbereitet, die wir jetzt in dem Stream sagen können. Die jetzt nicht unbedingt dann später eben schon im Polit-Talk drankommen. Die dritte Wurzel des 7. Aktes von Beethoven. Was? Was redet der Typ? Hast du gesagt? Die dritte Wurzel des 7. Aktes von Beethoven. Einfach irgendwelche random Wörter zusammenklatschen, so ungefähr. Ja, wieso? Ah, okay, wir sind fertig. So, was denkst du, was hier jetzt gemacht wird? Ja, die Bells werden da an das Ding angeschlossen. Genau. Und ich benenne das die Schaltstelle mal auf. Eisenmine um und ich sehe, dass das Ding hier noch ziemlicher Rotz ist, weil ich hier noch natürlich gar nichts dran gemacht habe. So. Dann kann jetzt kurz alles abtransportiert werden. Genau. So, relativ schnell. Wollt ihr dann irgendwann noch bauen hier? Ja, das machen die. Ah, jetzt kommt das. So, jetzt muss ich allerdings hier gleich noch was verändern. Also das hier ist jetzt eine Eisenminenstation.
Ich habe jetzt, glaube ich, hier, wette ich, noch 0,0. Ja, ich habe hier noch 0,0. Oh. So, dann... Ist das jetzt der richtige? Okay, die Lücke jetzt ist jetzt mehr oder weniger geschlossen. Ja, ist das richtige, okay. Rot. So, wo habe ich meinen klugen Zettel? Hier. Das hier. Zu wie viel decken sich Erze? Das kann ich dir nicht beantworten. Du kennst dich da besser aus. 50. Entscheidend. Muss ich beim Abholen, das heißt 8000 muss hier mindestens drin sein. Also, das ist falsch. Ja. Der gleiche nicht berechnen. So, der so, Anschluss ist geschafft von den Eisendingern. Größer ist als 8000. Warte mal, ich kann es dir mal demonstrieren. Das ist eigentlich ja ganz einfach zu demonstrieren. Eisenerz größer ist als 8000. Ich schließe jetzt zum besseren Verständnis mal eine Lampe an. Die sollte ich vielleicht irgendwo anschließen, wo sie auch Strom bekommt. Okay, was wird hier mit den Kabeln genau erreicht? Das zeige ich dir gleich. Da hier, also das soll erreichen, dass hier kein Zug hinkommt, wenn da zu wenig ist. Ah. Wenn hier gar nicht genug drin ist, dann soll auch kein Zug kommen, weil dann habe ich ja nichts zum Abholen. So, die Deutsche Bahn muss schon wirtschaftlich hier handeln. Ausgang. Das ist auch Spoiler für unseren Hessen-Politalk, da ragen wir auch kurz mit die Deutsche Bahn. Ja. Im Gegensatz dann zum Bayern-Talk, wo wir da eigentlich nur über Aiwanger ragen. Eins. Ich weiß eins. Nicht, wahrscheinlich haben wir das Thema dann in 5 Minuten abgehandelt, so ungefähr. Ja. Und reden dann den Rest über den anderen Kram, was bei Bayernwahl noch dran hat. Bayernwahl überhaupt noch andere Themen? So, solange dieses Lämpchen da leuchtet. Warum? Oh, es kommen halt echt wenig rein. Okay, dann komm mal mit. Solange dieses Lämpchen hier jetzt leuchtet, heißt es, dass da genug Eisen drin ist. Und jetzt erklären wir ich noch kurz, warte. Genug Eisen, also du meinst, dass nicht genug Eisen für den Zug ist, oder wie? Hähnchen gleich, warte mal, ich sag jetzt nochmal 2. Wieso? Naja, weil es Lämpchen leuchtet ja gerade und aktuell wird hier noch eingeladen, fröhlich, und kein Zug kommt. Nö, das reicht ja schon. Ach so. Also ich meine, man könnte jetzt natürlich auch sagen, warte, das ist natürlich mit dem, ich habe das jetzt nach dem Mindestprinzip, das Mindestprinzip hat tatsächlich Fehler, man könnte es natürlich jetzt nach dem Maximalprinzip machen, das mache ich jetzt mal kurz, dann würden wir erst einen Zug bei 50.000 holen. Ja, aber ganz voll soll es also vielleicht nicht sein, bevor der Zug endlich mal auf die Idee kommt herzukommen, weil sonst steht es ja irgendwann genau. Still. Also das Ding wäre bei 58.000 voll, deshalb sagen wir dem jetzt 50.000. Jetzt ist die Lampe aus. Okay. Und... Du siehst jetzt auch, jetzt blinkt der... die Station rot. Siehst du das? Das heißt, sie ist deaktiviert.
Ach so, da. Da, warte. Ja. Jetzt, warte kurz. Jetzt setze ich das nochmal einfach nur zum Demonstrieren nochmal, einfach jetzt mal auf 10.000 runter. Und jetzt ist es wieder an. Jetzt ist es bei Gelb. Mhm. Jetzt ist es an. Jetzt setze ich wieder auf 50.000. Das ist jetzt eins nach dem Maximalprinzip. Im Grunde ist das Ding ziemlich fehlerfrei. Im Grunde ziemlich fehlerfrei. Da ist mir viel zu viel im Grunde und ziemlich drin. Also ich habe es noch nie failen sehen, dieses Prinzip. Okay, dann werden wir das jetzt das erste Mal sehen gleich. Sofort. Sofort, einfach Vorführeffekt. Zack, Fehler, geht nicht. Scheiße. Mhm. Ah, genau. Wie viel... So, wann kommt denn ein Zug? Es kommt natürlich jetzt noch gar kein Zug, weil ich habe noch gar keinen Zug, den Befehl hier abzuholen. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Da Deutsche Bahn hat hier Gleise gebaut, aber es gibt noch keinen, der den Auftrag annimmt. Genau. Daher müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass abgeholt wird. Jetzt gucken wir mal kurz nach oben. Was fehlt denn unserer Produktion jetzt noch? Stahl fehlte doch. Es fehlt hauptsächlich Stahl, ne? Mhm. Liebe Stahl. Ich hasse es so sehr. Achso. Wo bist du? Ja, nochmal runter zur Eisenmine gerannt. Du bist so schnell, ne? Mhm. Ja, also das hier, was wir jetzt gerade gemacht haben, müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen, aber wir kümmern uns jetzt erst um Stahl. Mhm. Uns fehlt nämlich fehlt uns noch was? Oder was? Ich habe keine Ahnung, ob uns noch was fehlt. Es fehlen noch andere Sachen, ja, aber... Ah, scheiße, es fehlen noch rote Chips. Fuck. Und blaue. Aber damit irgendwas anfängt. Also ich zeig dir mal kurz, was ich gemacht habe. Jetzt geprintet habe. Und zwar hier oben kommt ein Stahl-Setup hin. Mhm. Warum zur Hölle habe ich das so gemacht? 1, 2, 3, 4. Wow, habe ich das so gemacht. Wenn man schon so anfängt, dann ist das kein gutes Zeichen, glaube ich. Das ist kein Problem, aber ich hätte es einfach machen können. Egal. Das hier sind das ist Stahl. Mhm. Mein Smelter-Setup kennst du. Inzwischen, jetzt zeige ich dir aber mal mein Setup für Red Chips. Mhm. Alles klar. Das reicht vollkommen. Ich verstehe absolut gar nichts. Wieso? Ja. Ich kann ja meins für Green Chips zeigen. Für Green Chips hatte ich ja eins gebaut. Ja. Wo habe ich. Da. Jetzt zeige ich aber, wie viel kleiner man es bauen kann. Das hier sind 5 Bells. Alles klar. Also so ein Teil ist 1,25 Bells. Ja. So kompakt kann man die Dinger bauen. Auch wenn das natürlich viel Arbeit war, rauszufinden, dass es so geht. Mhm. Okay, was wollen wir jetzt machen? Wir brauchen einen Smelter. Den Smelter haben wir da. Also, warte, ich geh einfach hin. Das ist ja da auch alles kreuz und quer über die Map verteilt ist. Ja, das ist hier jetzt ein Stügen, also ist egal. So. Jetzt ist die Frage, wir können jetzt entweder, also wir haben jetzt 2 Aufgaben zu machen. Ja. Mehr Eisenminen. Und das Ding hier anschließen. Welche machst du? Ich willst du?
Ich kann das hier durchaus anschließen, aber warte mal hier. Wie viele Ausgänge haben wir denn bei dem Zug, der das auslädt? Warte, der Zug, der das auslädt, den muss ich noch bauen. Ja, das solltest, das machst du besser, aber da kenne ich mich nicht aus. Ich bin der Anschlussmensch, aber nicht der Zugversteher hier in dem Spiel. Das ist ja eigentlich schon skandalös, aber so ist das irgendwie. Das ist aber Wetten mehr Potenzial. Wahrscheinlich. Okay. Dann. Ich kann auch die Zuganschluss bauen, du baust deinen Rest. Ja, das klingt gut. Gut. Der Zuganschluss ist nämlich einfach nur ein Blueprint. Mhm. Soweit bin ich schon. Will ich aber, wenn ich schon hier bin, hier mal ein paar Sachen machen. Da. Wo haben wir es? Das ist. Müsste ich jetzt wissen, wie viele Zugdinger es halt gibt, die ich hier in die anderen umwandeln muss. Warte kurz, was? Ja, also wie viele Ausgänge. Achso, da machst du schon. Also 4 Ausgänge machst du. Oder kommt da noch? Geht das nicht. Was geht nicht? Gott. Zugverbindung eine bestimmte. Was mich jetzt überrascht, aber gut. Okay. Also, hier sind 4. Die baue 4 Eisenbelts. Die baue ich dann mal oben in die 5. Warte, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau, du machst jetzt einen Balancer dran zu 5. 4 zu 5. Und dann. Oh, gut, das hast du besser verstanden, als ich dachte. Ja, natürlich. Ich hatte nicht gedacht, dass du es mit den Bändern dann so schnell verstehst. Ist doch einfach. Ja, ist es. Ich gehe einfach in die Seite, guck 4 zu 5 und. Was ist dieses TU, was da manchmal noch drin ist? True Balancer. Ah, ja. True Balancer sind nicht nur von alle Linien gebalanced, sondern auch die Seiten gebalanced. Mhm. Jedes Belt hat ja 2 Seiten. Verstehst du? Okay. Verstehst du oder nicht? Ja, ich hab's ungefähr verstanden, glaube ich. Aber normalerweise macht man nicht mit True Balancer, und wir brauchen auch das True Balancer nicht, weil unsere Belts werden ja immer beim Ausladen und Beladen von Zügen gebalanced. Mhm. Die Seiten. Daher ist das nicht so wichtig. Dann ist ja gut. Gut, ich hab noch einen Bus hier mal zu setzen. Nein, da sollen auch schon Bells rein. Und dann habe ich keine Bells mehr. Dann mach das mit Blueprint. Okay, dann. Am Ende bekommst du dann ja 6 Bells raus. Fast. Dann mach am Ende ein 6 zu 8 Balancer und lad das auf 2 Züge auf. Mhm. Verstehst du? Ja, also irgendwo muss ich einen 6 zu 8 Balancer dann hinbauen. Ich kann ja mal.
So, Und alt will ich schon das heute. So, Cersei, du bist so ruhig. Erzähl doch ja, etwas. Was soll ich denn erzählen, Schönes? Ja, ich weiß nicht, was tust du gerade? Ich tu gerade selber konfigurieren. Achso, ist dir selber weh? Ich mir den Cup geholt habe. Deswegen bin ich gerade nicht spannend, das zu erzählen. So, hör mal, ich hab jetzt. Warum lagen da Steine drin bei auf manchen Builds? Das könnte ich nicht sagen, aber das. Die einfach aufnehmen und ignorieren sollte nicht heute vorkommen. Oh, habe ich gar nicht das gemacht. Scheiße. Naja, dann überlasse ich das dir. Was? Wo wird das runterkommen ungefähr? Wahrscheinlich hier am besten. Dann machst du. Ja, das war zu weit. Sollen das Ganze dann hingehen, das was hier rauskommt? Soll das wieder da oben zu den Schleifen oder? Ich baue hier ja gerade die Zugangsstellen. Also. Okay, dann baue ich da mal hin. Okay, also wo habe ich? Nächste ist da, das ist klasse. Gut. Da habe ich schon auch was gemacht. Perfekt. Nee, fuck, das war falsch. So, dann. Und alles angenehm. So, ich mache jetzt mal diese Eisenmine, die will ich mal ganz dringend kopieren. Die will ich nicht an Raster. Ich will Namen der Zughaltestelle kopieren. Blaupause speichern. Das brauche ich nicht mehr. Okay, wo habe ich das jetzt? So, ich habe jetzt die zweite Eisenmine gebaut, gerade eben. Das ist schon mal easy. Rost. Ich mache das mal mit dem 8. Ne, mit dem 6 zu 8 Bilanzer. Das kann ich auch selbst hinkriegen. Also, ich brauche halt hauptsächlich Blitz gerade.
Belt? Ja. Mhm. Okay, zu wie viel stapeln sich Eisenplatten? So 100. 100 klingt gut. Dann muss ich da 100. 100.000. Dann würde ich hier dich haben und da will ich nicht 50.000, sondern 100.000 festlegen. So, hier nein, das war zu viel des Guten. Ich mal den Balancer raus. Solange ich ja nichts sagen kann, ich euch ja tief mal vorstellen. Das ist das LSQ-Game. Sie Think. Das ist so. Go undercover as the world's greatest bicycle-stance multiplayer game. Subterfuge disguises anyone to play an arsenal of high-tech edges in dress competition. So long as you track with the objective, no trick is too dirty when you work with the Sea Think. Das ist einfach nur so eine Art. Okay, dass sie sagen, das ist ein Battle Royale, okay. Also, du bist da irgendwie in so einem Gebäude. Und du bist. Ich dachte gerade, World's Best Spy, da dachte ich schon, oh Gott, ist das Spy Ellie? Greatest Spies. Best. Greatest. Wir dann wieder die sehr überzeugenden Verkleidungen da hatten, oder wie war das Best Spy Ellie? Ja. Weil einfach in Lederhose auftauchst und sofort Deutscher bist, oder wie? Ja. War das dieses Sniper-Ding? Sniper-Ding? Ist das dieses Sniper-Ding, was die ganzen VTuber spielen? Nein. Also ich weiß nicht, was vielleicht das von Cersei, aber... Meinst du, das ist das Deceiving? Bist du da so ein Sniper und musst jemanden anderen abschießen? Nee, das ist nicht. Okay. Nee, nicht das, was du denkst. Das haben wir schon mal gespielt. Das ist nicht das. Ich dachte, das wäre die. Das hatten ja eine Zeit lang alle möglichen VTuber gespielt. Aber ich hab das nicht ganz verstanden. Ja, nee. Das haben wir schon mal gespielt, aber das war's nicht. Rick, schließ mal das zweite hier an. Ich hab jetzt gerade davon angeschlossen. Genau, es ist so, dass einfach so. Jeder Spieler ist ein Agent und muss halt schaffen, das gleiche Objective halt zu. Kriegen. Zu erreichen. Und ja, jeder Agent hat spezielle Fähigkeiten und so. Warum hab ich. Ich mach das einfach so. Warum zur Hölle? Was zur Hölle? Wie zur Hölle? Wer zur Hölle? Ich weiß nicht, wer zur Hölle. Was? Muss hier jetzt das ganze Ding wieder verkabeln? Ja, das ist vielleicht richtig. Die Kabelung kopierst du einfach am besten einfach von mir. Ich will jetzt hier einen Kombinator für Vergleiche. Den Kombinator? Ja, von dem will ich bitte immer den im Inventar haben.
Kombinator für Vergleiche, ja? Nicht Turbinator. Nicht? Ich dachte schon. Nee. Okay. Du forderst an Eisenerz. Bedingung: Eisenerz größer als. Nee, kleiner als. Kleiner als 50.000. Eisenerz kleiner 50.000. Und du forderst dann bitte einen Zug an. Dann hast du nämlich den einen Ausgang von grünen Haken wieder. Und dann haben wir hier wieder eine. Ja, ich will auch immer 10 Lampen im Inventar haben, anscheinend. Ja, natürlich. Ich meine, dir muss doch ein Licht aufgehen. Und du sagst aktivieren, deaktivieren. Bedingung zum Aktivieren. Haken gleich 1 festlegen. Und du wirst benannt. Gott, 2,1k Baustellen, was haben wir wieder? YouTube Thumbnail. Eisen, 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 Eisen. Wie wirst du heißen? Ja, einfach Eisendrop. Okay, das habe ich hier blöd benannt. Egal. Eisendrop. Einfach nur Eisendrop, Dippe. So. Und jetzt wenn das größer ist als 1, setzt du das auf 1. Ja, passt. Jetzt bauen wir den Zug. Den Zug bauen wir. 1 der Zug und der bekommt jetzt. Das hier und du bekommst jetzt Haltestelle Eisen. Nein, 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 nicht Eisendrop 1. Eisendrop. Und Wartebedingung. Leeres Fracht oder Zeit vergangen. 600. Leeres Fachtinventar. Dann, heißt doch Eisenmine. Ja, Eisenmine. Eisenmine. Wartebedingung. Volles Fachtinventar. Ja, komm, pass. Und dann stellen wir dich auch mal automatisch. Okay. Wir bekommen jetzt Eisen. Juhu, dann guck ich doch mal bei unten. Wo war denn die Eisenmine? Hier war die Eisenmine. Wir haben jetzt 2 Eisenminen. Mal sehen, wann hier ein Zug ankommt. Wo ist der Zug jetzt hin? Ach, da. Der ist schon schnell unterwegs. Ach, hier haben wir auch eine Eisen. Nee, da wird von Eisenmine angenommen, oder wie? So, jetzt wird er gerade beladen. Ah. Und zwar ziemlich schnell. Mhm. So will man das ja auch. Hä? So ja. Will man das ja auch. Jetzt ist er voll. Jetzt fährt er los. So, fährt dann hier in die Kurve, fährt zurück.
hier jetzt runter. Da wechselt er irgendwie die Spur fünfmal. Hey, also ab, warum habe ich das Eisenmine genannt? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich mich auch gerade gefragt, warum das so komisch heißt. Wo will er jetzt hin? Okay, jetzt macht er hier. Habt ihr eigentlich schon Oppenheimer und Barbie gesehen? Na, also Descartes Oppenheimer gesehen, hat er erzählt, der irgendwie letztes Wochenende erst. Ich hab Barbie gesehen, passt. Was? Du hast Barbie gesehen, passt. Nein, ich habe Barbie auch nicht gesehen. Du hast Barbie nicht gesehen? Nein, ich muss immer zu meiner Schande gesehen, dass ich beides noch nicht gesehen habe. Ach so, das ist echt so eine Schande, ey. Warum schaust du Barbie? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß, es ist ein so. Skandal, dass ich das noch nicht gesehen habe. Ja. Und? Die Maschine fängt an zu laufen. Oppenheimer, Oppenheimer fand ich ganz nett. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie mehr, bisschen mehr an die Story gehalten hätten. Das war eher ein Blickgericht, aber Oppenheimer schon gesehen. Nein, habe ich auch nicht, habe ich doch gesagt. Das hört man schlecht raus, wenn du so leise bist. Ich bin nicht so leise, du bist der, der leise ist. Schalt Brick einfach auf 135%, dann passt das. Ja, okay, dann mach ich auch 135. Dann stell ich dich eben auch auf 135. Perfekt. 135, wirklich super gut, hä? So, 135 bei Saib. Chip und hier viel besser. Ist bei dir genauso an wie besser? Vorher. Ja gut, jetzt klingst du besser, jetzt, wenn du ins Mikrofon reinschnauzt, so ungefähr. Klinge ich jetzt besser? Mikrofon rein. Perfekt. Ja, jetzt klingst du vor allem verrückter. Lecker. Ja. So, und wir haben es geschafft. Wir haben jetzt die Eisenproduktion. Also das Ding könnte man einfach... Ja, wir brauchen natürlich aber keine Eisenproduktion, sondern eine Stahlproduktion ja eigentlich. Das heißt, das muss jetzt irgendwo noch weiterverarbeitet werden. Ja, deshalb bauen wir jetzt... kommen wir jetzt wieder mit. Taxi! Taxi! Ich bin drin im Taxi. Warte, dann muss die Fernbedienung benutzen. Dahin. Hallo? Ja, du darfst heute nicht. Ich darf nicht, weil du auf dem Fahrersitz bist. Aber bin ich auf dem Fahrersitz? Ich bin nach dir eingestiegen. Nein, bist du nicht. Warte! Weg! Weg hier! So, hier ist die Stahlproduktion. Die muss jetzt noch angeschlossen werden. Ja, warte. Das ist eigentlich ja ganz einfach. Okay, wie viele Dinger kommen an und wie viele, auf wie viele muss es aufgeteilt werden? Es kommen vier an. Okay, vier kommen an und wir haben vier Eingänge. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur einen. Brauchen wir überhaupt einen Balancer oder kommt da schon gebalanced raus? Das ist bei meinem Standard-Blueprint einfach dabei. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Sonst würde ich ihn trotzdem bauen. Auch wenn es eigentlich egal wäre. Okay, dieser 6-6 Lane-Balancer, das wäre dann zum Beispiel so einer, der einfach nur das Gleichgewicht hält. Genau. Dann, wenn das eine Bild erfasst wird, ist dann danach darauf was. Ich bin lieber ein Fan von Side-to-Side-Balancern, also das, was ich die ganze Zeit baue, was du auch siehst bei mir. Aber ja. Wie man es will. Wollen wir nochmal hier anschließen. So, dann will ich jetzt hier noch einen. Das ist ein Output Side-to-Side Balancer. Ja, den habe ich anscheinend auch. Okay, ich will hier jetzt. So, dann haben wir das. Dann
brauchen wir mal den. Den. Den machen wir auch. Und hier geht es rein. So. Alter. Da wird mir erstmal Holz aus dem Inventar geholt. Ich wusste gar nicht, dass ich das dabei habe. Holz. Holz. Ich und mein Holz waren wieder unterwegs. Okay. Eisen. Eisen, Platten. Nicht Pickup, sondern Drop. Hier werden jetzt Eisenplatten gedroppt. Also die Bots sind wieder überall unterwegs. Was war noch mal, was waren die gelben nochmal und was waren die weißen? Ich komme da irgendwie immer durcheinander mit den Bots. Die weißen waren irgendwie die Sachen liefern und die anderen waren die, die bauen gelbe oder was? Gelbe bauen, glaube ich. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Eisenplatten drop. Stahl. Pick. Oh, ich muss den schon. Pick up. Stahl Pick up. Oh, wird hier schon gebaut. Dann haben wir jetzt hier bitte wieder das gleiche einen. Drin, aber da muss man leben. Die Eisenplattenproduktion, das fühlt sich auch, sagen wir mal, auf. Ich will nicht Stahl-Pickup haben, ich will. Die Produktion kommt halt Eisen überhaupt nicht hinterher, weil überall die Speed-Updates fehlen. Nein, nicht Eisen. Achso, da kommt gerade der. Wird gerade ein Zug wieder entladen oder. Ja, also es wurde offenbar gerade. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Was? Du hoffst, da kommt nichts? Was hoffst du denn, dass es nicht kommt? Es kommt nichts. Alles gut. Mhm. Einen Fehler gemacht. Alles gut. Dann ist ja gut. Ich dachte schon. Da Pickup zu beschränken, festlegen auf 1. So, da. Komm fröhlich weiterhin die Eisenplatten. Unten werden die Eisenplatten. Ja, schön. Also und das ist jetzt dann da quasi, wo es reingeht, der Stahl. Na? Hier hinten ist, wo es reingeht, der Stahl. Ja genau, da kommt der Strahl dann. Der Strahl? Kommt der Strahl dann hin? Ja, dann bin ich hier beruhigt. Warum wird das hier alles zusammengeführt auf 1 aus den 4 Dingern? Das war eigentlich Quatsch. W-
warte kurz, ich guck mal, welcher was du meinst. Ich hab das schon geändert. Hier oben wurde irgendwie alle Ausgänge auf einen zusammengeführt. Ja, ist richtig. Da unten werden doch auf vier Dinger wieder aufgeteilt. Was raussteht. Ach so. Ja, kannst du so oder so machen, aber es füllt halt nicht mal ein Belt. Also es füllt genau ein Belt. So rum. Ja, ja. So, jetzt will ich nicht auf den Schienen stehen. Wäre vielleicht ratsam. Ich will, das hier ist Drop. Da stapelt sich doch zu 200, oder? 100? Ich habe keine Ahnung. 100. Das heißt, hier haben wir die 100, also wir die 100.000. Mhm. Naja. Das heißt nicht das. Stahl, Bedingungen, Stahl, größer, 1000, 10.000, 100.000, festlegen, 1, Signal, bitte ausgeben, Haken, bau an irgendeiner Stelle noch einen Balancer rein. Das ist jetzt ein 4:4 Balancer. Einen 4:4 Balancer, das kann ich gerne tun. Damit man sicher geht, das ist auch kein 4:4 Lane Balancer, nicht 2 Balancer. Das sollte egal sein. Hoffen wir. True Balancer wäre aber besser. True Balancer. Dann mache ich eben den True Balancer. Also der ist auch, sieht auch simpler aus. Findest du, der True Balancer sieht simpler aus? Das ist der, den du vorhin überall schon reingebaut hast. Also es müsste wieder 4x4. Stopp, ich hab's noch falsch markiert. Also der Lane Balancer ist der Seite zu Seite. Ach so. Und der True Balancer ist der einfach, also den Lane Balancer bitte. Normalerweise den True Balancer nicht im Game. Sorry. Ja, wenn man davon ausgeht, dass man einen Experten dabei hat, dann erklärt er einem Sachen falsch. Das kann jedem mal passieren. Ja, aber dir darf das nicht passieren. Das ist verboten. Das steht auch in dem berühmten Fock-Vertrag von dir drin. Größer. Ich. Ja, genau, den Vertrag, den ich mit dir hab, ne? Ja, irgendwie hatten wir das nochmal mit dem Zock-Vertrag, wo wir dann auch irgendwie ChatGPT gefragt haben, was da drin steht, oder wie war das? Fass mal, was da drin steht. Solange das kleiner ist als 100.000, gibst du das aus. Aktiviert sich der, das. Gut, perfekt. Und das ist auch der hier. Was machst du hier? Was mach ich denn da? Das gehört da nicht hin. Da ist irgendwas falsch. Was soll das denn jetzt? Das größer als 100.000. So. Okay, es gibt keinen Zug mit dieser Haltestelle. Mhm. Das ist ja mal schlecht. Dann brauchen wir jetzt einen Zug, der uns Eisenplatten liefert. Ja, das wäre nicht schlecht. Okay, Haltestelle hinzufügen.
Eisenplatten drop. So 600 Sekunden oder leeres Fachinventar. Eisenplatten pick up. Wartebedingungen vor das Fachinventar. Ja. So, und jetzt wartet er. Weil wir noch nicht genug Eisenplatten haben. Oh. Das ist natürlich nicht so gut. Nö. Ich glaube, ich behebe das Problem gleich mal. Oh, warte, ich bin noch mal kurz. Also, warte mal kurz. Ja. Kannst du schon mal. Das ist immer noch am Bauen. Warte. Oh, fuck. Was? Lies mal die Eisenmine an. Siehst du das? Ja. Schließ die mal bitte an. Oder schließ generell Minen an. Mal kurz. Das. Ich wollte diese ganzen Balance nicht ins Inventar haben. Da. Also, was wollte ich machen? Ich wollte hier den. Diese Miner Blueprint, nehme ich mal. Chaos Walker, was? Keine zwei Sekunden im Stream und schon fünf Sachen, die man optimieren könnte. Oh Gott. Wer? Chaos. Hat schon wieder Sachen gefunden, die du falsch gemacht hast. Ich bin schockiert. Ja, also ich. Kannst du ja mal reinkommen? Mir erklären, was ich falsch mache? Er sagt erstmal alles. Würde mich jetzt interessieren. Ich hab jetzt eigentlich. Mann. Bin zu kämpfen. Ich brauche mal kurz einen Spider-Tron. Einen Spider-Tron brauchst du ja, dann hol ihn dir doch. Ich sitze gerade nicht drin. Dass du drin da bist. Nee, entführen kannst du mich hier nicht. So. Oh, da ist er ja wieder. Ja gut, ich weiß natürlich auch nicht, wann es bei mir Essen gibt. Deswegen, nach dem Essen machen wir dann wahrscheinlich ja den Bayern-Talk. Da kann Chaos natürlich auch dann mitmachen, wenn er Lust hat. Chaos kann nicht essen. Kann Chaos wieder sein politisches Wissen vermitteln. Jugendparlament.
Der Typ im Jugendparlament, der vermittelt uns jetzt, was die Politik besser machen muss. Und das Vermitteln, was sie besser machen muss, das endet dann in einer tollen Rede, you must do better, Senator. Ja. Nein, das war falsch platziert. Da wollte ich. Was? Ich bleib von der Politik weg. Das artet sonst in einer diktatorischen Ansprache aus. Was? Chaos. Was muss ich da hören? Er sagt, dass er gern Diktator wäre. Aha. Ich bin schockiert. Kann ich mal verstehen. Was? Du kannst verstehen, dass Chaos gerne Diktator wäre? Okay. Ja, klar. Irgendwie habe ich hier alles kreuz und quer gebaut, wie es aussieht. Was hast du denn da gebaut? Ja, ich habe mit deinem komischen neuen Blueprint gearbeitet. Das sieht ja ganz gut aus. Ja, nur dass die Kabel plötzlich alle kreuz und quer sind. Habe ich teilweise Kabel dann nebeneinander direkt, die da eigentlich nicht so hingehören. Hä? Ich glaube, den ganzen unteren Teil, der muss nochmal weg. Der ist irgendwie falsch. Also, muss eigentlich nur gedrückt halten. Da hat er jetzt natürlich auch den Robobot mit abgerissen. Aber der war da eh im Weg. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nur Inventar und wir arbeiten eh mit Blueprints daher. Ist ja egal. Plattenpickup. So, Reichweite, Junge, du stehst 2 Meter daneben. Ja, der Stahlträger? Was machst du da? Bauen. Ach so. Ich habe festgestellt, dass was uns das fehlt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir endlich mal alles in der neuen Base haben und es hat noch eine Sache gefehlt, anscheinend. Du darfst nicht denken, dass da irgendwas, dass wir alles haben. Du musst wissen. Nee, so funktioniert das bei mir nicht. Ja, das ist aber ein Problem. Anders, so ist es nämlich gedacht. Was? So wann RDS Kufa Chaos? Ja, keine Ahnung, wann. Du hast ja nie Zeit. Ja, frage ich mich auch, wann RDS cool. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir es irgendwann heute Abend vielleicht hinkriegen, dann wäre es gut. Können wir machen. Ja, dann machen wir dann jetzt nach meinem Essen dann irgendwann machen wir dann erstmal den Bayern-Talk und dann irgendwann abends können wir RDSQ gerne machen, wenn Chaos dann endlich mal wieder Zeit hat und nicht dauernd arbeiten muss. Nee, heute Abend ist keine Zeit. Oh, Chaos. Dann halt ohne ihn. Der Chaos treibt mich hier in die Verzweiflung. Dann hat sich's jetzt selber ausgesucht, würde ich sagen. Ja, daran, deswegen, Leute, ist Chaos schon so lange, das ist zu kurz. Ja, wann hast du denn Zeit? Guck mal, morgen geht aber erst abends. Okay, dann können wir auch morgen, meinetwegen. Morgen geht bei mir nicht abends. Morgen abends geht bei mir. Ich werde hier sagen, ich komme jetzt zur Verzweiflung. Freitagabends auch nicht. Den RDSQ mal zu einem gemeinsamen Termin zusammenzufinden, das ist in letzter Zeit eine große Kunst geworden. So, fertig. So, ja, nur bei mir geht's eigentlich fast immer außer Donnerstag und Freitagabends. Aha. Und bei Chaos geht's eigentlich immer außer allen Tagen außer Donnerstag und Freitagsabends ungefähr. Ja. Nie wieder miteinander spielen.
Ja, deswegen kam Chaos auch so, was, samstags arbeite ich, mittlerweile geht sonntags allerdings. Okay, sonntags bin ich aber weg. Da fahre ich in Urlaub. War noch angenehmer, als ich alle in der Schule waren. Ja. Das ist so Arbeit. Wann hast du eigentlich Arbeit? Was? Was? Rick, wann hast du eigentlich Arbeit? Ja, ich bin aktuell so mehr oder weniger auf Suche. Auf Suche? Ja, ich bin ja so, wäre das am Studieren so theoretisch auch noch. Suche muss man, wenn man IT macht, nicht sein. Kann ich dir schon mal sagen. Mhm. Da suchst du maximal einen Monat, wenn die Zeit ist. Naja. Okay. Dicker, wie lange hat es bei dir gedauert? Ich mach nicht IT. Oh. Bist vorausgegangen, dass jeder IT macht, ja? Ja, jeder macht IT. Du machst wahrscheinlich Sport, oder? Habe ich gemacht eine Zeit lang, ja. Ich bin tatsächlich im Einkauf. Also ich gehe beruflich shoppen. Okay. Sozusagen. Habe ich halt wirklich schon gemacht, ne? Also Einkauf. Ja, wir brauchen jetzt ein paar neue Kleider für gleich. Watch you. Logistik oder was? Einkauf. Ich kaufe ein. Jemand sagt mir, ey, ich brauche jetzt 5000 Sprühflaschen. Mhm. Ich bin der Mann. Ja. Okay. Ey, ich brauche diese neue Technologie. Warum? Ich habe keine Ahnung davon. Egal, ich find's raus. Ich arbeite mich rein. Ich kauf's dir. Das mache ich. Und ich muss essen gehen. Okay. Also, dann würde ich sagen... Beende ich mal den Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.